Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14 Karrieremodus mit dem ersten FSV Mainz 05. Der vorletzte Spieltag, Spieltag 33. Heute, wenn's doof läuft für uns, könnte sich schon... Oh Gott, ich bin schon so nervös, Leute. Es könnte sich wirklich schon alles entscheiden. Wenn wir heute nicht gewinnen sollten und Leverkusen zeitgleich gewinnt im Spiel... Bei Hertha BSC haben wir unser Saisonziel verfehlt und werden höchstwahrscheinlich zu 99,9% entlassen. Ich habe extra hier alle Spiele, die uns nicht interessiert, mal ausgehakt. Nur das Spiel von Leverkusen bei Hertha und vom HSV in Stuttgart sind für uns noch relevant. Und natürlich unsere Partie heute vor heimischer Kulisse in der Kofas Arena. Ich hoffe, die Fans sind heute unser 12. Mann. Und ihr Zuschauer, die hier gerade an dem PC-Bildschirm zuschaut oder vielleicht auch über den Fernseher, wie auch immer, oder über Smartphones. Ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, auch ihr feuert unsere Mainzer heute kräftig an im Spiel gegen den amtierenden, gegen den neuen deutschen Meister Borussia Dortmund, die am letzten Spieltag nicht mehr, oder seit dem letzten Spieltag nicht mehr einzuholen sind und deswegen bereits als neuer deutscher Meister feststehen. Ich hoffe, die haben Dortmunder, die schönen Dortmunder, die, warum nehme ich überhaupt ein Adjektiv, die Dortmunder haben ein bisschen zu viel gefeiert, sind vielleicht heute deswegen nicht ganz bei der Sache. Wir werden sehen. Leute, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin so nervös. Das dürfen wir heute nicht verkacken. Wir müssen gegen Borussia Dortmund gewinnen, damit wir die Chance am letzten Spieltag noch wahren können. Wir spielen dann erneut zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Erneut die Chance wahren können, doch noch Platz 6 erobern zu können. Platz 5 möchte ich nicht von reden. Hauptsache, wir können noch einen der beiden Konkurrenten, Leverkusen oder HSV, überholen. Es wird schwierig. Wir haben mit Abstand das schwerste Restprogramm. Aber das soll uns nicht abschrecken. Heute geben wir alles gegen den BVB, gegen Borussia Dortmund. Und wie gesagt, ich hoffe, die Fans unterstützen uns. So, nochmal Gänsehaut-Feeling eingetaucht. Das ist unsere Elf, rot und weiß, auf einer Position verändert. Ihr habt es mitbekommen im letzten Part. Nach der Verletzung von Dragovic hat sich im letzten Spiel auch Kulaté die Schulter ausgekugelt und fällt auch den Rest der Saison aus. Für ihn Van Giesegem neu dabei. Und das ist die Dortmunder Elf. Und es sieht nach der Bestbesetzung aus. Klammern wir Julian Schieber, den Stürmer, mal ein bisschen außen vor. Aber ansonsten ist das die Meisterelf, die uns hier heute gegenübersteht. Ich hoffe, Rot und Weiß sind die Farben, die am Ende auf Platz 6 stehen werden. Los geht's. 19 Minuten haben wir Zeit, gegen den BVB zu bestehen und zu siegen. 3 Punkte einzufahren. Gastjong mit dem ersten langen Ball bleibt hängen an Marcel Schmelzer. Das ist er, Julian Schieber. Einzige Überraschung in der Startelf, dass er an vorderster Front stürmen darf. Und die Unterstützung ist da. Ganz früh feuern die Mainzer Fans ihr Team nach vorne. Und wir werden auch gleich von Anfang an ein bisschen offensiver von der Grundausrichtung agieren. Dortmund versuchen, möglichst früh unter Druck zu setzen. Koray Günther, Mkhitaryan, Luka Modric,
Starker Pass auf Mkhitaryan, aber auch guter Zweikampf von Kevin Gastion. Langer Ball abseits von Lacazette war es, glaube ich. Dortmund verteidigt sehr, sehr hoch. An der Mittellinie, ihr seht es hier, nur die beiden Innenverteidiger, Hummels und Günther, bleiben da zurück. Alle anderen werden beim BVB nach vorne geschickt. Und wo war dann da ein Foul? Jonathan Tah soll sich da wohl aufgestützt haben oder ähnliches. Freistoß, Modric. Aber zu wenig Fahrt dahinter. Oliver Baumann, erster Ballkontakt. Und er wirft zu Della Fiore. Aber Passspiel, das ist doch nicht seine Stärke. Den darf man nicht in solche Duelle schicken. Tah, das war riskant. Aber Van Giesegen, sehr gut gelöst. Nikolai Müller. Aber Hummels steht goldrichtig. Und Mkhitaryan, da kommt Bolo von hinten angerauscht. Der Belgier, der auch mal eine Zeit lang bei uns als Neuzugang im Gespräch war. Jetzt der Fehler von Koray Günther. Hummels gegen Lacazette. Und die erste Chance auch für die Gastgeber aus Mainz. Alexandre Lacazette, 11 Saisontore. Nach dem Fehler von Koray Günther. Vielleicht so eine Art Schwachpunkt beim BVB-Spiel. Aber Mats Hummels hat es da noch ganz gut gelöst, hat den Franzosen entscheidend weggedrängt. Jetzt kommt Sven Bender auf Gianni Bruno Sankalata. Jetzt der Fehlpass von Geis, das darf nicht passieren in der Vorwärtsbegegnung, Bewegung, nicht Begegnung. Nächste Chance, Sven Bender. Der bleibt da erstmal kurzzeitig liegen. Die Chance können wir nutzen, nach vorne zu pressen. Kein Abseits von Lacazette diesmal. Und er legt zurück da auf Bittencourt. Leonardo Bittencourt. Nochmal Bittencourt. Oh, der Ex-Dortmunder. Müller. Gut gemacht. Johannes Geis. Wollte da ganz genau zielen. Aber verfehlt das Tor dann doch um 1-2 Meter. Schade. Aber Mainz ist da. Mainz wettert die Chance. Auf den anderen Plätzen ist, glaube ich, noch nichts passiert, soweit ich das richtig mitbekommen habe. Lacazette. Versucht er dafür zu schicken. Diesmal Günther gut dazwischen. Ballverlust von Mkhitaryan. Der kämpft noch um die Torjägerkrone in der Fußball-Bundesliga. Aber das interessiert uns herzlich wenig. Schürrle. Doppelpass mit Della Fiore. André Schürrle. Das ist eine super Flanke. Und Lacazette mit der riesen Kopfballchance. Was ist mit den Franzosen los? Seit Wochen nicht getroffen und das war eine 1000%ige Chance. Jetzt kommt Kevin Großkreuz. Modric, Ballverlust vom kleinen kroatischen Jungen, der ja mittlerweile kurze Haare trägt. Muss man sich erstmal so dran gewöhnen. Großkreuz. Oh, das war ein guter Ballaufschieber. Hui, da ist mir das Herz aber mal sowas von in die Hose gerutscht. Und Sankala hat das Abseits aufgehoben. Kommt nicht mehr ran und Schieber schiebt ihn nicht vorbei. Er hämmert ihn über das Tor. Gott sei Dank für den ersten FSV Mainz 05. Das wäre vielleicht schon ein K.O. gewesen. Günther. Großkreuz. Mainz momentan mit zu wenig Druck auf die ballführenden Spieler. Bruno. Und da steht goldrichtig. Gott sei Dank. Konter. Johannes Geis. Bittencourt. Nikolai Müller, hervorragendes Zuspiel für Della Fiore. Aber der braucht zu lange bei der Ballbehandlung. Erik Wurm, der ehemalige Mainzer und Neu-Nationalspieler dazwischen. Geis, warum geht Della Fiore da nicht zum Ball? Hat er schon abgeschaltet, warum auch immer. Fehler in Sankala, aber abseits entschieden von Julian Schieber. War eigentlich eine komplett neue Spielsituation. Von daher glücklich, dass wir Freistoß kriegen. Aber den schenken wir auch leichtfertig wieder her. So, die Dortmunder wieder im Ballbesitz. Kevin Großkreuz, kein Abseits. Hendrik Mkhitaryan. Führung für den BVB. Abseits verdächtig, aber Spiel läuft weiter. Van Giesegen, Grätsche, zu spät.
Hendrik Mkhitaryan mit der Führung. Und jetzt wird es ganz schwer. Aber wir haben noch Zeit. 35 Minuten vorbei. Kevin Gastion holt den Einwurf. Der junge Franzose, der sich im Verlauf der Rückrunde da hinten rechts festgespielt hat. Wieder Gastion. Gute Flanke. Della Fiore. Die Chancen sind da. Aber wie leichtfertig sie vergeben werden. Kein Problem für Roman Weidenfeller natürlich. Und der nächste Angriff rollt bereits. Lacazette kommt nicht an Hummels vorbei. Den Abwehrhühn im Dortmunder Zentrum. Einer der besten Innenverteidiger der Welt, meiner Meinung nach. Schieber. Und der nächste lange Ball. Und wieder ist Mkhitaryan auf und davon. Und Baumann riskiert alles. Und hat Glück, dass der Armine den Ball nicht ins leere Tor einschiebt. Das wäre auf jeden Fall der Gnadenstoß gewesen. So nochmal die Chance. Der Flankenlauf in Sankala. Flanke auf Lacazette. Legt zurück. Großkreuz dazwischen. Einwurf. 3 Minuten noch bis zur Pause. Auf den anderen Plätzen ist, glaube ich, immer noch nichts passiert, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Kein Abseits. Bei Einwurf gibt es ja kein Abseits. Modric. Auf Mkhitaryan. Die Dortmunder können natürlich kontern. In aller Ruhe der deutsche Meister vom BVB. Bittencourt. Sehr schönes Zuspiel auf André Schürrle. Oh, was macht er? Schürrle bekommt die zweite Chance. Della Fiore! Wir bekommen ja einige Geschenke, aber wir nutzen sie einfach nicht. Und es wäre so wichtig gewesen. Sekunden vor dem Pausenpfiff. Gianluca Della Fiore. So schöne Tore er macht, die einfachen macht er zum Teil leider nicht. Gastion. Lacazette. Dortmunder alle hinterm Ball. Können das sehr gut verteidigen. So geht's mit einem Rückstand in die Pause. 0:1. Sollten wir dieses Spiel verlieren, beziehungsweise nicht gewinnen, auch ein Unentschieden wäre schon zu wenig wahrscheinlich, könnte es uns schon den Job auf der Mainzer Trainerbank kosten. Gucken wir auf die anderen Plätze. Oh, Leute, es wird ganz hart. Leverkusen führt bei Hertha BSC mit 1:0. Und das heißt, wir müssen gewinnen. Wir müssen das Spiel gegen Dortmund jetzt noch drehen. Ansonsten ist es vorbei. HSV gegen Stuttgart noch torlos. 0:0. Und wir müssen jetzt diesen 0:1 Rückstand irgendwie möglich noch aufholen.
Als wäre es nicht schon dramatisch genug. Ich habe gerade zufällig gesehen, dass meine Tonspur abgekackt ist. Sorry für die letzten 2 Minuten. Nicht, dass ihr denkt, ich habe keinen Bock mehr zu kommentieren. Es war einfach die Tonspur abgeschnitten. Sorry dafür. Und jetzt geht's weiter. Eine halbe Stunde haben wir noch Zeit. Und die Mainzer Fans, sie sind immer noch optimistisch. Sie sind noch da. Bittenkurt, schade. Langer Ball. Tah passt auf. Bittenkurt kommt nicht vorbei an Sven Bender. Gaston wieder vor die Füße von Bender. Diesmal Bittenkurt gut dazwischen. Und er mit dem langen Ball Richtung Lacazette. Der ist schnell. Schneller als Hummels. Legt zurück zu Kevin Gastjong. Der Rechtsverteidiger mit aufgerückt. Und wieder Weidenfeller. Hält leider bislang jeden Ball. Van Giesegen kommt nicht zum Kopfball hoch. Konter. Über im Kitajan. Kein Foul von Fabrice Sankara. Schürrle. Johannes Geis, wohin? Wir müssen alles nach vorne werfen, Leute. Müller. Fehlpass. Aber wir bleiben im Ballbesitz. Lange Bälle. Viel mehr Möglichkeiten haben wir bald nicht mehr. Denn die Zeit läuft uns davon. Nächster langer Ball Richtung Schieber. Der ist aber zu lang. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Das ist Nikolai Müller mit dem langen Ball, aber der ist deutlich zu lang. Vielleicht werden wir noch mal wechseln. Was heißt vielleicht? Wir werden noch mal wechseln, vielleicht auch die Formation mal umstellen auf eine Offensive, wenn es irgendwie geht. Das ist mir alles irgendwie nicht offensiv genug. Müssen wir es noch mal eben individuell umstellen. Natürlich ein 5-4-1 flach in dieser Situation mehr als angebracht. Gibt es hier noch irgendwas Offensiveres? Naja, ist auch scheiße. 4-5-1. Auch wenn ich ungern mit 4-3-3 spiele, ich mache es jetzt einfach mal. Johannes Geis bleibt hinten. Schürrle auf dem Flügel, Lacazette über rechts, Della Fiore kommt dahin, Müller geht raus, Schrievers kommt und ich möchte auch nochmal Schändler reinbringen für Kevin Gastjong, der ein bisschen offensiv stärker ist, aber haben wir noch eine realistische Chance. Dortmund kommt wieder mit Schieber, Großkreuz mitgelaufen. Van Giesegen gut dazwischen, Bittenkurt. Gastjong war es, der dazwischen ging. Aber der Ball wieder zu ungenau und rollt ins Aus. Aber ermöglicht uns immerhin die Chance zum Doppelwechsel. Pierre-Emerick, Aubameyang, Aubameyang kommen bei den Dortmundern. Da ist er gleich, der schnelle Mann aus den Gabun. In Sankara steht Gott richtig. Schürrle. Ach, schlechter Pass in die Spitze. Sven Bender. Erik Durm. Schieber muss querlegen. Schießt selber. Schändler fängt den Ball ab. Wird fast komplett. Was heißt komplett? Es wird fast zur perfekten Vorlage. Aber nochmal ein Abwehrbein dazwischen. Sorry, wenn mein Kommentar in diesem Part irgendwie ein bisschen komisch ist. Aber ich bin völlig fertig mit den Nerven. Marvin Ducksch kommt für Julian Schieber. Der Mann, der im Real Life leihweise zum Bundesliga-Aufsteiger Paderborn wechseln wird. Schmelzer. Mkhitaryan. Außenpfosten. Marvin Ducksch mit seiner ersten Aktion. So, und jetzt nochmal Konzentration. Schändler spielt die Linie lang. Lacazette. Schändler mit der Flanke, mit dem Versuch, holt immerhin eine Ecke raus.
Dortmund wechselt auch das dritte Mal. Moritz Leitner kommt für Nkitajan. Alemann im gegnerischen Strafraum. Und das ist Schrivas. Weidenfeller auf den Posten. Da kommt auch nicht zum Kopfball richtig hoch. Und Dortmund haut das Ding einfach nur noch nach vorne. Chancen waren da. Vor allem in der ersten Hälfte. Aber noch ist das Spiel nicht vorbei. Johannes Geis. Schönes Zuspiel Richtung Nsankala. Aber Hummels mit dem Fallrückzieher. Und kein Mainzer geht da auf den ballführenden Spieler. Wisst ihr, was ich meine? Ich spiele auch sehr offensiv mit Teampressing. Hoher Druck mache ich jetzt auch mal. Aber es bringt alles nichts, weil die KI einfach nicht angreift. Della Fiore kommt nicht dran. Schrivas auf Schändler. Den hat er noch. Bringt eine gute Flanke. Aber Schürrle steigt nicht zum Kopfball hoch. Günther. Gedrängt von Schürrle und erneut der Befreiungsschlag. Baumann. Ball nach vorne pressen. Preschen. Aber die Zeit, sie läuft uns davon. Marvin Ducksch. Vorbei an Van Riese gehen. Und jetzt ist es amtlich. Mainz 05 wird es nicht schaffen, in der nächsten Saison europäisch zu spielen. Schade. Aber wir mussten natürlich alles riskieren. In den Konter laufen und Gianni Bruno macht den Deckel drauf in der 89. Und jetzt ist es ganz ruhig im Stadion. Man kann eine Stecknadel fallen hören. Della Fiore nochmal, kommt nicht zum Abschluss. Günther dazwischen. Leitner auf Ducksch. Auf Aubameyang. Aber 0:3 wäre das Guten dann auch vielleicht zu viel, aber wieder der Fehler. Und Tah. Oder war es Schändler? Schändler war es, der nochmal zur Ecke klärt. Bitter, bitter, bitter. Sven Bender. Modric, von ihm gar nichts zu sehen in dieser Partie. Ja, und jetzt führen sie uns auch noch ein bisschen vor, die Dortmunder, der neue deutsche Meister. Und dann ist es amtlich. 0:2. Nkitajan, Bruno treffen. Nach einem eigentlich guten Bundesligaspiel, wo uns mal wieder am Ende die Tore fehlten. Und wenn kein halbes Wunder passiert ist und Leverkusen noch verloren hat, haben wir unser Saisonziel verfehlt. Nein, Leverkusen hat gewonnen. 1-0 Sieg bei der Hertha. Sprich, selbst wenn wir gewonnen hätten, hätten wir nur noch eine minimale Chance gehabt. Von daher, die letzte reelle Chance ist nun auch weg. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob vom Mainz 05 Vorstand da eventuell etwas kommt. Dass das vielleicht schon unser letztes Spiel auf der Mainzer Bank war. Wenn nicht, dann wird es wahrscheinlich zu 99,9% das nächste sein. Nationaltrainer auf Fährte aus Portugal. Ich habe ja gesagt, dass ich eventuell noch die WM spielen möchte, hier 2018, wenn ein Angebot einer interessanten Nation kommt. Und Portugal gehört für mich nicht dazu. Allein schon wegen Cristiano Ronaldo. Danke, Chef. Ja, danke bitte für nichts. Ich glaube, der hat gar nicht so richtig mitbekommen, dass wir unser Saisonziel verfehlt haben. Ach Leute, ich bin richtig enttäuscht. Da sehen wir es. 50 Punkte, Platz 7. Ich glaube, in der letzten Saison hatten wir sogar weniger Punkte und waren auf Platz 7. Diesmal haben wir mehr, aber es wird trotzdem nicht zur Europa League reichen. Wir werden auf den 7. Platz verweilen. Ach, ist das bitter. Tag genießt Dasein bei Mainz 05. Okay, wir werden anscheinend noch nicht rausgeschmissen. Sprich, wir haben noch unser Abschiedsspiel gegen den VfL Wolfsburg.
Oh, letzte Ergebnisse. Aber es kommt genau die gleiche E-Mail wie vor 2 Wochen. Deswegen erspare ich mir das mal, diese vorzulesen. Denn ich muss jetzt auch relativ pünktlich Feierabend machen und diese Aufnahmesession beenden. Aber passt ja eigentlich ganz gut ins Bild, denn ich habe gerade keine Ahnung, was ich noch erzählen soll. Ach, Mann. Das ist alles doof. Tja, Leute. Ein Spiel haben wir also noch mit unseren Mainzern. Saisonziel, so viel steht fest, ist verfehlt worden. Ich glaube, das habe ich schon das 20. Mal in diesem Part erwähnt. Aber es ist echt bitter, bitter. Ein Spiel haben wir aber noch zu gehen. Das sehen wir uns beim nächsten Mal an bei Let's Play FIFA 14 Karrieremodus Mainz 05 gegen den VfL Wolfsburg. Und beim nächsten Part werde ich dann auch ein bisschen genauer erläutern, wie es dann genau weitergehen wird und mit wem vor allem. Also schaltet wieder ein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Killer.